Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe auf diesem Kanal Link Go ja schon zwei Chancen gegeben. Einmal waren die Steine so schlecht und das Bauerlebnis so schlecht, dass ich nur davon abraten konnte. Das zweite Mal hatte ich einen High-Sneaker, der war in Ordnung, aber war einfach grotesk teuer für das, was er geboten hat. Und nach zwei Chancen, die ich einem Hersteller gebe und wo ich sage, das ist nichts für mich, dann gucke ich eigentlich wirklich eine längere Zeit nicht mehr drauf und lasse sowas erst später wieder auf mich wirken. Aber jetzt hat mir der liebe Jack Steller in den Kommentaren geschrieben, dass die neuen Linko-Sets bzw. neuere Linko-Steine viel, viel besser sind und dass man damit auch viel Spaß haben kann. Und dementsprechend möchte ich mir das natürlich gerne anschauen und bin wirklich gespannt, ob dieses Set für mich die Ehre von Linko rettet. Ich meine, alle guten Dinge sind drei. Deshalb habe ich mir das geschwind gekauft. Das Set kostet momentan um die 5 Euro. Wir haben 369 Teile. Es ist die Setnummer 68138 von den Link Go Connection Blocks. Und es handelt sich dabei um den Graf Dracula Minion, der auf jeden Fall das Potenzial hat, eine kleine süße Figur zu werden. Die Verpackung kennt ihr ja bereits von den anderen Linko-Sachen. Hier ist nicht so viel Wichtiges oder Spannendes drauf. Außer der Hinweis, dass sogar die Anleitung dabei ist. Schön, das würde ich eigentlich voraussetzen, aber hier wird damit geworben. Und wir haben hier nochmal die Größenangaben. Und zwar sind die Linko-Steinchen 5 mm hoch und wenn es sich um ein 2x2er Steinchen handelt, 10 mm breit. Und hier seht ihr auch nochmal die Besonderheit von den Linko-Steinen, dass die eben diese Zacken an der Seite haben, damit man sie auch verbauen kann und connecten kann, ohne dass man eben die Noppen dafür braucht. Deshalb sind das komplette spezielle Klemmbausteine, die natürlich weder zu Lego oder anderen Lego-kompatiblen Sachen passen, auch nicht zu der Lotz-Größe und aber auch nicht, obwohl es eine ähnliche Größe ist, zu Diamond Blocks oder Construction Blocks oder wie sie auch alle heißen, denn mit diesen Zacken ist das nicht kompatibel mit den anderen Diamond Blocks. Deshalb muss einem das Set so gefallen, wie man es hier sieht. Hier kann man nicht viel modifizieren. Ich mache das Ganze auf jeden Fall jetzt mal auf und dann schauen wir uns mal zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Teiletüten ist zu viel gesagt, denn es handelt sich um genau eine Tüte. Hier seht ihr auch nochmal die besonderen Steinchen. Ob sich die Qualität hier wirklich verbessert hat, wie gesagt, wir reden dann drüber, wenn wir im Bau von dem Minion sind. Und wir haben dazu noch die Anleitung, die ist genauso billig wie eh und je. Die Papierqualität ist zwar in Ordnung, aber es ist eben nur eine Auffaltanleitung. Es wird komplett ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Die Abbildungen sind groß genug, um danach zu bauen. Und zumindest, finde ich, haben sie hier die Kontraste besser hinbekommen, dass man die Steinetypen besser unterscheiden kann. Hier sieht man nochmal die Bautechniken abgebildet und eine Teileliste. Für alle, die das Ganze interessiert, die können sich das Video ja gerne an dieser Stelle mal anhalten. Und nach insgesamt 22 Bauschritten haben wir dann die 369 Steinchen verbaut und den Dracula Minion fertig. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob Jack Steller hier recht hat und sich das Ganze wirklich verändert hat oder ob mich die Linko-Steinchen immer noch nicht in ihren Bann ziehen können. Dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Und wir sehen uns das erste Mal nach dem 14. Bauschritt und Jack Steller hat auf jeden Fall recht, die Steinequalität ist ein Stückchen besser geworden, aber wirklich nur minimal. Denn beim Zusammenbauen bekommt man immer noch schmerzende, ja fast schon blutige Finger, weil es manchmal sehr hakelig ist, die Steinchen miteinander zu verbinden. Weil diese Haken sehr, sehr fest ineinander greifen. Ich finde das, was wir bisher vom Design gebaut haben, ganz schnucklig. Es hat halt für mich nichts unbedingt mit Klemmbausteinen zu tun. Und ich glaube, ich werde mit dem Steinetyp auch nicht unbedingt warm. Es gibt aber auch noch andere Probleme, die ich mit dem Set jetzt an sich habe. Denn hier wird Teiletreiberei im Großstil betrieben. Das sieht man schon daran, dass es in der gesamten Teileliste keine Zweiersteinchen gibt. Und das wäre auf jeden Fall möglich, denn es gibt ja auch Dreiersteinchen und Vierersteinchen. Aber die Zweiersteinchen, die oftmals hier gut zum Einsatz hätten kommen können, das sieht man schon im ersten Bauschritt und vielen weiteren, die existieren in diesem Set nicht.
Und warum existieren sie nicht? Weil man da nicht 300 und x Teile draufschreiben könnte. Denn wenn hier 25 Zweiersteinchen drin sind, kann man es eben, wenn man es aus einer Steinchen baut, mit 50 ausweisen. Und dadurch schnellt die Steinanzahl nochmal sehr in die Höhe. Das macht aber das Set nicht unbedingt besser, denn umso kleiner die Steinchen sind, umso unangenehmer wird es, diese Steinchen mit den Haken zu verbauen. Also hier wäre es viel, viel besser, ehrlich zu sein, eine kleinere Steineanzahl drauf zu machen. Und dafür aber den Bauspaß nicht so immens zu gefährden, weil man hier super oft damit beschäftigt ist, zwei Einersteinchen zu einem Zweiersteinchen zusammenzubauen. Und dann eigentlich jeder weiß, dass das nur zur Teiletreiberei gedacht ist. Also ich glaube schon wirklich, dass ich auch jetzt mit diesem Set kein großer Fan von den Connection Blocks werde. Vielleicht ändert sich das ja aber noch bis zum letzten Bauschritt und dementsprechend baue ich jetzt weiter und wir sehen uns dann gleich nach dem 22. und damit finalen Bauschritt wieder. Und damit ist er auch schon fertig, der Graf Dracula Minion von Link Go aus Connection Blocks. Ich muss sagen, ich werde mit diesen Steinen nicht warm. Das sind einfach für mich keine Klemmbausteine und auch davon abgesehen, dass es für mich keine Klemmbausteine sind, ist das meiner Meinung nach eine ungebrauchte und überflüssige Erfindung mit diesen Zackensteinen. Dadurch werden jetzt nicht so viele spannende Bautechniken mehr möglich als mit allen anderen Steinen und die Bautechniken, die dadurch mehr möglich werden, werden bei den Sets einfach nicht angewandt. Da wird meines Erachtens selbst das wenige Potenzial, das diese Steinart vielleicht hätte, verschwendet. Und on top darauf, dass ich an diesen Steinen und der Bauart mit diesen Steinen überhaupt keinen Spaß habe, kommen dann noch solche Themen wie die Steineklauberei. Und dass an so vielen Stellen gespart wird. Meines Erachtens hätte man hier die Füße schon nochmal um eins vergrößern können. Das würde stimmiger aussehen, aber es wurde weggespart. Und wir haben zwar Ersatzteile dabei, aber die Ersatzsteinchen, die wir dabei haben, reichen eben nicht, um die Füße größer darzustellen. Außer man macht sie kunterbunt und das würde das ganze Bild von diesem Minion zerstören. Ebenfalls gab es noch ein Fehlteil in dem Set, denn so ein blaues Dreiersteinchen hatte gefehlt. Ich konnte es dann aus drei Einersteinchen zusammensetzen. Aber das ist nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte, dass es selbst dann noch Fehlteile gibt. Und ich meine, es sieht am Ende putzig aus und man kann sich's als Deko hinstellen. Und das Ganze ist stabil, das kann man durch die Gegend werfen und was man auch gerne möchte, da fällt nichts ab, außer vielleicht mal so ein Arm. Aber großartig gespielt wird damit, denke ich nicht. Denn dafür sind mir dann auch diese Steine teilweise einfach zu scharfkantig. Weil gerade bei solchen zackigen Steinen ist es natürlich ganz, ganz schlimm, wenn sie billig entgratet worden sind. Und das ist nicht bei jedem Stein so, aber an dem einen oder anderen merkt man eine scharfe Kante. Und das ist natürlich für Spielzwecke noch das Letzte, was davon abhält, dieses Set zu kaufen, außer dass das Kind es rund der Kraft, die man benötigt, um es zusammenzubauen, schon gar nicht zusammenbauen könnte. Wem es natürlich so als Deko gefällt und er meint, es ist ihm 4 oder 5 Euro wert und er ist bereit, sich durch diesen Bau zu quälen, ja gut, dann kann man es sich kaufen. Da muss man meines Erachtens aber wirklich schon Qualen und Schmerzen mögen. Und für alle anderen, den kann ich nur davon abraten, diese Sets hier zu kaufen. Das ist für mich eine überflüssige Steinart, aber da kann ja jeder seine Meinung haben. Für den einen oder anderen sind auch Diamond Blocks schon überflüssig, die ich eigentlich nicht verkehrt finde. Und so gibt es bestimmt auch Leute, die hiermit ihren Spaß haben. Ich gehöre aber nicht dazu. Und dementsprechend wird es auch von mir keine Reviews mehr über die Link Go Connection Blocks geben, weil das Ergebnis wird immer wieder dasselbe sein, wenn mir die Steine an und für sich nicht zusagen. Ich kann zwar davon berichten, dass sich die Steinequalität ein Stück verbessert hat, aber sie ist mir immer noch zu schlecht, damit es mir so etwas Ähnliches wie Bauspaß bringen würde. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.